Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Ich hatte euch in der letzten Folge ein bisschen Update gegeben, was ich so in der Zwischenzeit ja gemacht hatte, ne, dass ich die Karte weiter aufgedeckt habe, die einige Burcher Gebiete halt auch eingenommen habe und einen Ganzteil Assassinen dazu bekommen habe, die mich unterstützen, wenn ich mit L1 rufe. Und jetzt bin ich mal an so einem Taubenschlag rangegangen, um euch das mal zu zeigen. Weil, glaube ich, anscheinend kann man bloß da abrufen. Ja, Mission erfolgreich, genau. Da seht ihr jetzt einmal kurz die Assassinen. Die sind auch alle echt extrem schon aufgelevelt. Einige haben schon... Da habe ich schon gut verteilt. Die Punkte. Man kann die Kleidung ändern. In verschiedenen Farben. Man könnte die Rüstung ändern, das geht gerade aktuell noch nicht, weil ich die Gegenstände dazu nicht habe. Wie gesagt, jedes Mal, wenn sie so ein Level-Up haben, kriegen sie auch einen Fähigkeitspunkt. Den kann man dann entweder auf Rüstung oder Waffen verteilen. Ich mache es größtenteils auf Rüstung, damit sie so ein bisschen auch was aushalten. Und da ihr seht, wie viel ich schon eingenommen habe, ne? Seit der letzten Quest hatten wir 2 Stück eingenommen in der einen Hauptquest. Und ihr seht, seitdem habe ich da 1, 2, 3, 4, 5 wieder, also 5 neue Assassinen dazu gekriegt. Und ihr seht, ich habe sie auch schon losgeschickt. Einige, sie sind halt jetzt schon auf Level 3 und Level 2. Und hier müssten wir halt nochmal 5 Türme befreien, um nochmal 5 neue Assassinen dazu zu kriegen. Und hier über diese Aufträge, was ihr ja auch schon gesehen habt, ne, könnt ihr die Assassinen dann jeweils losschicken und es hat einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Ne? Da muss man dann auch gucken, da bei manchen Schwierigkeitsgrad muss man dann halt hohe losschicken. Ihr seht, wie viel Prozent da jedes Mal zukommen würden. Die mit Level 3 hätten 10%, das würde aber nicht reichen. Also wir würden ja wahrscheinlich hier noch nicht mal die 50% erreichen. Deswegen halte ich mich davon lieber fern. Dann schicken wir sie lieber zu Schwierigkeitsgrad 1 oder 2. Dann würde ich sagen, schicken wir jetzt mal hier einen mit Schwierigkeitsgrad 2 einfach mal los. Die, ihr seht, es gibt Belohnungen. Dann gibt es 1090 Florin plus 24 EP für den jeweiligen, den wir da losschicken. Dadurch kriegen sie auch EP. Genau, das schicken wir dann jetzt auch nochmal einen los. Das schicken wir dann mal 3 einfach mal instinktiv los. Dann haben die auch ihr Level up. Schauen wir mal, haben wir hier noch welche? Da haben wir einen mit Level 1. Schicken wir den einfach mal los, dann kriegt der noch ein bisschen XP. Und 2 Stück davon behalten wir. Ich habe das halt lieber, dass wir dann doch mal ein paar Assassinen für uns behalten. Und dann halt immer durch mal zwischendurch wechseln, dass die auch ihre XP kriegen, EP kriegen. Da würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir jetzt mit der Hauptquest weiter. Da. Kriegspläne. Den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Bitte die Söldner in den Kampf schicken. Ach, ich wollte nicht mal ein Pferd rufen. Ich wollte die da anheuern. Warten wir mal, bis die ein bisschen weiter hin. Oh, scheiße. Bis die nach hier vorne kommen. Ein Stück. Lasst es sie spüren. Sehr verärgert und er bestellt euch die besten Grüße.
Jawohl. 100%, sehr schönes Ding. Dann wir die Söldner einfach kämpfen lassen. Ich bekomme einen Becher guten Chianti, wenn ich einem gewissen Herrn deinen Kopf bringe. Klingt fair. Okay. Wir haben jetzt die Kriegsmaschinen auf dem Schirm. Das sieht ganz nach die Richtung aus. Das ist außerhalb der Mauer. Müssen wir mal darüber reiten. Schauen wir mal. Es könnte gut sein, dass das auf der anderen Seite der Mauer ist. Dass wir raus müssen. Ja, tatsächlich. Maschinengewehr Colli Albani. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Leonardos überlegene Feuerkraft. Leonardos Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten kann. Ach du Scheiße. Sie darf nicht in die Hände der Borgia fallen. Volle Synchronisation vor Zerstörung der Baupläne niemanden töten. Ach du Scheiße. Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sollte irgendetwas geschehen. Ach du Scheiße. Scheiße, Schemmis. Das sieht mich. Oh, da hab ich einer gesehen. Und da sieht mich noch einer. Oh mein Gott. Scheiße, wie soll man denn da rüberkommen? Scheiße. Was ist die Monobel? Oh, ist der da vorne jetzt stehen geblieben oder was? Der bleibt ausgerechnet da wahrscheinlich vor dem Bauplan stehen, ne? Checkpoint erreicht. Leonardos Maschinengewehr töten. Vernichten. Scheiße. Der sieht mich. Der sieht mich nicht. Komm, beweg dich. Beweg dich. Bewegst du dich jetzt auch mal? Bewegt er sich jetzt nicht mehr auf dem Fleck oder was? Tatsache, der bewegt sich keinen Millimeter mehr.
Sicherheitsabstand, Sicherheitsabstand. Hallo. Und boom. Oh, oh, Wettlauf, Wettlauf. Masse die Dio. Wow, wow. Wow, Halleluja. Oh. Da lang. Däumchen rutscht gerade ab. Müssen den Wagen aufhalten. Haben was geschafft? Scheiße. Er stiehlt die Waffe! Juhu! Meine Assassinen wurden gerade befördert. Aber ich glaube, das ist gerade ein bisschen unwichtig. Sorry. Passt. Na, jetzt dürfen wir selber ein bisschen entspannen. Sorry. War nicht so einfach mit dem Teil zu schießen. Hallo, Pferde, könnte man ein bisschen. Boah, das war knapp. Oh, alle Pferde stehen wieder auf. Okay. Oh. Alle Pferde stehen einfach wieder auf, ne? Schau mal, sie sind unverwundbar. Die ganzen Pferde stehen einfach wieder auf. Ja, schluck. Boah. Die Pferde rennen sich selber über. Gott! Komm schon! Wir wissen schon, dass wir da auf dem reinen Pulverfass sitzen, ne? Ich sag nur die Fässer da hinter mir. Wie viel dann noch? Wow. Sagt mir doch mal einer, dass ich nur noch einen Balken hatte, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Wie wär's mal, wenn wir uns da vorne wieder am Steuer setzen? Oh, oh, oh. Oh. Ja, das frage ich mich auch gerade. Aber. Oh. Oh, oh, oh. Juhu! Noch mehr Assassinen gefördert. Wie viele von diesen Dingern gibt es denn? Das frage ich mich auch. Ah, mein Gott. Wer ist eigentlich ein Schlauer auf dem Pferdefall zu zielen? Wenn nicht, werdet ihr alle sterben.
Mal wieder ein bisschen heil mitnehmen hier. Juhu, wir haben die Grenze geschafft. Il mondo è migliore. Juhu, Trophäe erhalten. Peng. Volle Synchronisation. Perfekt, und damit hätten wir es, ja, geschafft. Genau, dann kann ich ja vielleicht jetzt mal den Adler da holen, in den Borgia-Turm. Genau, da ist die nächste Maschine, da ist noch eine Maschine und da ist noch eine Maschine, würde ich sagen. Die machen wir dann aber auch alle dann nacheinander. Dann nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, da wäre schon wieder Erinnerung 9. Apropos Erinnerung 9. Wartet mal kurz. Bevor wir die Folge beenden, schaue ich mal kurz. Da ist nämlich wieder ein normales Ausrufezeichen. Also es geht da bei uns im Hauptquartier dann wieder weiter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann bei einem von diesen Kriegsmaschinen wieder. Dann würde ich sagen, suchen wir die nächsten. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Brotherhood. Und dann geht es an der Stelle hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.